Hallo, herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nails. Es gibt bei uns was Neues im Shop. Ich habe 14 neue Subpolish-Farben. Und also komplette Herbstinvasion, würde ich jetzt mal sagen. Ah, warte mal. Wo habe ich die denn? Katharina hat die. Moment, ich hole mal hin. Katharina hat sich die vorhin nämlich angeguckt. Und ich möchte euch die ganz gerne alle mal zeigen. Tada, 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 da sind sie. So. Das sind. Die gehört nicht dazu. Das sind 14 neue Farben. Oh, Frau Müller, muss das jetzt hier so dämlich in der Hand aussehen? So. Das sind die neuen Farben. Da sind Cremefarben bei, da sind Schimmerfarben bei. Und das ist mal so richtig so eine richtig schöne Herbstinvasion. Ja, ich hoffe, dass euch die gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr die dann schön fleißig bestellt. Würde ich mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen. Den Link zum Shop habe ich natürlich unten in der Videobeschreibung drin. Und es gibt auch noch bis Ende Oktober einen Setpreis. Das heißt, alle 14 Farben, normal kosten die 7,99 eine Farbe. Und wenn ihr alle 14 nehmt, also diese 14, dann kostet das Set 99 Euro. Also, ist auf jeden Fall eine Vergünstigung. Und jetzt zeige ich euch die mal direkt zum Einkaufen. So, und hier habe ich jetzt alle meine neuen Farben. Und ich werde die jetzt mal ein bisschen an die Seite stellen. Also hier sind alle einmal aufgereiht. Und ich gehe jetzt einfach mal numerisch vor. Ich fange jetzt, das mal eben hinten hinstellen. Ich fange jetzt mit der ersten Farbe an. Das ist 156 New Star. New Star. Ich habe jetzt hier meine langen Lackierpinsel dafür genommen und ich werde auf jeden Fall nur diese Farben nur mit den langen Lackierpinseln arbeiten, weil das ja so polished sind. Und ich habe jetzt hier meinen Schimmerpinsel und wollte euch einmal zeigen. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Das ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall ein mega super Glitzer. Und trage euch das jetzt alles immer einmal auf. So, Polish müssen natürlich auf jeden Fall immer in zwei Schichten gearbeitet werden. Aber die 30 Sekunden sind schon um. Und jetzt trage ich die zweite Schicht auf. Oh Scheiße, der falsche Pinsel. So. Das Video gibt es jetzt hier ungeschnitten. Zweite Schicht. Ah, ich finde das einfach nur mega schön. Ich hoffe, dass das hier gut durchkommt, dass man das gut sehen kann. So, das war New Star. Dann kommt Autumn. Autumn ist ein Herbstton, der so wie so ein Ocker wirkt. Oh, da kommt einer. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Juan kommt jetzt gerade. Nee, er ist nach drüben gegangen. Wunderschöner Farbton. Dann kann ich direkt weitermachen. Da kommt Senf. Das ist der Juan. Hallo. Na, Zappel? Ich hasse das,
wenn das hier so einsaut. So, das ist Senf. Jetzt geht er wieder raus. Senf ist ein Gelbton, aber ein warmer, herbstlicher Gelbton. Katharina meinte schon so, oh, beim nächsten Mal möchte ich, glaube ich, was mit Senf. Da muss ich mir noch was überlegen, wenn sie gerne Senf hätte. So, dann haben wir Slash als nächstes. Das ist ein Bleu. Also mehr so ein, ja, was heißt, nee, Bleu. Das ist so ein Petrol. Wunderschöne Farbe. Ich finde auch, wenn da gleich der Versiegler drüber kommt, boah, das sieht so irre aus. Ich trage das jetzt hier ein bisschen dicker auf. Ist ja nur auf den Tipp. Also ich würde auf jeden Fall die Farben immer nur in zwei Schichten auftragen. Also macht zwei dünne Schichten. Jetzt kommt Crazy. Ist so ein altrosa Ton, der hat auch einen leichten Schimmer. So ganz, ganz zart. Wunderschöne Farbe. Dann Lavender. Lavender ist ein Lila, also so ein Rotviolett. Kein Blauviolett, ein Rotviolett. So, die kommen jetzt erstmal in die Lampe. Das lege ich jetzt mal hier hin. Dann kommt jetzt Flamenco. Flamenco ist ein Blauviolett. Auch wieder mit Schimmer. Eine wunderschöne Farbe. Wenn wir nur eine Schicht jetzt machen hier, so, die kommt jetzt auch mit in die Lampe. Ich mache die jetzt erstmal zu, dass da nichts schief geht. An die Seite. Warte, New Star gehört auch noch dazu. So, jetzt kommt Bolero. Bolero sieht anders aus als Flamenco. Ich mache das Flamenco noch mal auf. Das Bolero hat mehr Glitzer und hat viel mehr Farbpartikel da drin. So Glitzerpartikel. Ich mache nämlich jetzt die mal hier raus.
So. Ups. So, Bolero, ich weiß natürlich nicht, ob man das jetzt, diesen Unterschied zu dem, ich versuche das mal hier so direkt drunter zu machen. Doch, ich denke mal, dass man das sieht. Also ich sehe es natürlich, aber ob die Kamera das so durch, so rüberbringt. Das ist eine mega Glitzer. Ich habe das jetzt auch schon zwei Freundinnen drauf gemacht, die gesagt haben, so, boah, die Farbe, die ist ja mega geil. So, das ist Bolero. Dann Sky Knight. Ich weiß ja nicht, wer sich von euch an Skyfall erinnert. Skyfall ist eine Farbe gewesen, die gibt es nicht mehr. Also ich habe noch ein paar im Shop. Aber als wir diese Farbe gemacht haben, habe ich gesagt, ey Leute, das sieht aus wie Skyfall. Und da das aber nicht Skyfall ist, haben wir das natürlich nicht Skyfall nennen können, sondern Sky Knight. Also es ist nicht hundertprozentig wie Skyfall. Für alle die traurig darüber waren, dass es Skyfall nicht mehr gibt, dafür haben wir jetzt Sky Knight. Und ich habe das auch schon einer Kundin drauf gemacht. Boah, die ist so geil. Hammermäßig. Also da habe ich mich richtig drüber gefreut. So, dann gibt es Earth. Earth ist ein Braunton für die, ich habe ja so ein paar Kundinnen, die sagen so, oh, ich möchte lieber Schlamm, 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 Schlamm. Ich will immer nur Schlamm. Das ist jetzt nicht schlammig, das ist erdig. Das ist wie Erde. Total schönes Braun. Wie so ein Kaffeebraun, so ein Milchkaffeebraun. Süß. Dann Olive, das ist Olive. Mit Olive gibt es ein Video mit Katharina. Die hat das gesehen und hat gesagt, boah, ich möchte gern Olive. Richtig schön. So. Richtig schöner, satter Grünton. Dann haben wir Bordeaux 107. Nee, warte mal. Nächste Nummer ist 67. Das ist 69. Das ist vertan. Also ich habe ja gesagt, ich gehe da jetzt numerisch dran. Das ist Blue. Grey Blue. Grey Blue ist ein... Ja, ein Petrolton, der ist auf jeden Fall ein Cremeton. Da hängt was. Olive ist ein Cremeton, ohne Schimmer. Was hängt denn da? Paelli Delise. Gehst du jetzt weg? So. Wunderschön. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, ein dunkles Petrol, aber in Creme. Und wenn da gleich der Versiegler drauf kommt, mega. Wäre auch eine Farbe für Katharina gewesen, würde ich jetzt mal sagen. So, das war Flamenco. Flamenco 66, 67.
68 ist Fanda. Fanda ist auch ein... Oh Moment, da müsste ich ja vielleicht auch mal den Cremepinsel nehmen. Das ist ein Blau-Violett. Ein richtig, richtig schöner Herbstton. Ist auch ein bisschen cremiger. Also es ist, anders gesagt, es ist ein sehr cremiger Farbton. Und diese ganzen Cremetöne, wenn die matt versiegelt sind, das sieht dermaßen geil aus. Mensch, ich hätte Katharina das auch in matt versiegeln können. Ach, habe ich gar nicht dran gedacht. Naja, egal. So, jetzt kommen die wieder raus. Die kommt wieder rein. Bolero und Sky Knight. Komm her. Öss, Olive. Grey Blue. Jetzt haben wir noch eine Farbe und das ist das Bordeaux. Das ist die 169. Das ist auch ein Cremeton und das ist ein richtig, richtig dunkles, tolles Rot. Müsst ihr auf jeden Fall in zwei Schichten immer dran denken, in zwei Schichten. Ich mache das jetzt nur hier, damit ich da jetzt nicht zweimal drüber muss. Euch. Ja, aber eigentlich müsste ich dann gleich noch mal. Ich gucke mir das jetzt gleich noch mal an. Geht jetzt in die Lampe. So. So, und jetzt kommt das erstmal raus wieder. Das war Fanda und jetzt versiegel ich mit dem Top and Go. Und der Top & Go muss natürlich 2 Minuten, da, man kann das eigentlich sehen, was das für eine tolle Farbglitzer-Explosion ist. So, ich mache jetzt nochmal eben mit dem, ich mache hier das Bordeaux, ich habe das Bordeaux viel zu dick gemacht, weil ich euch das unbedingt zeigen wollte, aber ich musste auf jeden Fall, also wenn ihr die Farben zu dick auftragt, schlagen die Blasen, keine gute Idee. Mache ich auch eigentlich nicht. So, das wird jetzt nochmal gehärtet. Ich habe da natürlich jetzt 2 Pinsel. Ich habe meinen normalen Cremepinsel genommen und das ist mein Schimmerpinsel. Sieht man, hier war ich jetzt natürlich, ich blöde Nuss, war natürlich damit im Sky Knight. So, eigentlich darf der nicht so aussehen. So. So, das ist mein Cremepinsel und das ist mein Schimmerpinsel. Tue ich jetzt mal wieder weg. Und ich zeige euch auch 66, das kann ich wieder raus. Ich zeige euch jetzt, wie der, warte, den tue ich jetzt mal hier hin. Gehe jetzt mal nacheinander und werde die eine Seite mit Top & Go, mit dem normalen Top & Go und die andere Seite werde ich mit dem Mattversiegler, mit dem Frosted machen. Die kommen jetzt hier mal an die Seite. Die mir nicht in die Quere kommen. So.
Hey, die Hunde sind am Bellen. Ach ja, es wollte ja ein Freund zu Besuch kommen. Also wenn ihr gleich völlig durchgeknallte Hunde hört, dann ist Ole gekommen. Eine Seite. Ich hätte auch mal eine neue Flasche nehmen können, aber ist ja noch was drin. Und das werde ich jetzt erstmal anhärten, damit ich gleich weiß, wo ich die Naht auf der anderen Seite mache mit dem Top-and-Go. Das kann man dann nämlich ganz gut sehen. So. Dieses würde ich jetzt nicht matt versiegeln. Das New Star. So. Aber ich könnte ja mal hier schon mal ich mache das jetzt hier über das Gesprungene. Na toll, habe ich jetzt die ganze Zeit gar nicht ins Links gehalten. So, jetzt habe ich jetzt angehärtet. Jetzt kann ich das auf der Seite sehen. Und kann den normalen Top-and-Go auf die andere Seite machen. Und dann könnt ihr nämlich mal den Unterschied sehen. Ach, jetzt geht's los mit der Bellerei. So, das kommt jetzt in die Lampe, wird 2 Minuten gehärtet und jetzt kommt das. Bordeaux. Also das, man sieht eigentlich schon, wie toll. Wie brillant die Farbe ist. Guck mal, das ist die Mattseite. Und die glänzende. Total irre. Also ich liebe diese Farben. Ich finde die so toll. So, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich eigentlich warten. Aber ich könnte die mal so einzeln reinlegen. Das mache ich jetzt einfach. Können die dann fertig härten. Dann kann ich die nämlich gleich alle noch mal einzeln rausholen. So, jetzt ist er mir hingefallen. So. Top-and-Go Frosted. Und der normale Top-and-Go.
sind ja Versiegler ohne Schwitzschicht. Ach, guck mal, jetzt fehlen mir hier noch zwei. Das ist sehr ärgerlich. Klar, eigentlich logisch, ne? 14 Farben. Das sind 5 und einer alleine macht 2 über. Klar, wenn ihr das natürlich jetzt hier matt versiegelt, dann kommt natürlich der Glitzer nicht so zum Ausdruck. Logisch. Aber das Sky Knight hätte man, ich glaube, da mache ich lieber nochmal Sky Knight. Wo ist es? Wo ist es? Da. Da muss ich noch eine zweite Schicht drüber machen. Das ist nicht so richtig rausgekommen. So. Fertig mal eben. Ich finde das ja ganz schlimm. Sauerei. Sauerei im Pott finde ich ganz schlimm. Kann ich nicht leiden. So. Das ist immer da. Ich kann ja die schon mal rausholen. Ich gehe gleich noch mal ganz nah mit der Kamera drüber. So, das reicht. Und kann das dann noch mal. Also 60 Sekunden müssen die gehärtet werden, die Farben. Da kommt der Juan schon wieder. Ach, mein alter Herr. Der ist jetzt auch schon 14 Jahre alt. Das wird jetzt erstmal gehärtet. Dann was ist das? Fanda? Bordeaux Fanda müsste das sein. Jetzt habe ich gleich noch eine über. So. Jetzt kommt der Dopingo über die andere Seite. Und das Sky Knight, ne? Das ist, wenn da der Glitzer, wenn der Versiegler da drauf kommt, boah, da kommen irgendwie so viele verschiedene Farbtöne, Glitzerpartikeltöne raus. Total geil. So, das wird jetzt auch gehärtet.
Habe ich das schon? Habe ich noch nicht. Einen haben wir noch. Den halte ich jetzt gleich einfach in der Hand. Nee, das ist Fanda. Das war das andere verdammte Hacke. Was war denn das? Ach, Grey Blue war das. Genau, so. Wo ist die Mattseite? Ich habe noch gar keine Mattseite hier. Okay. Dann mache ich da jetzt erstmal eine Mattseite. Ich glaube, mein Frosted ist jetzt mal langsam leer. Okay, blöde Idee. Muss ich nochmal machen. Ist mir wie, das ist Murphys Gesetz, oder? Murphys Gesetz. Da habe ich jetzt schon die zweite Schicht. So, jetzt kann ich die Mattseite sehen. Achso, jetzt kann ich das ja eigentlich hier wieder drauf machen. Gute Idee. Bevor ich da noch mehr rumsaue. So, das wird jetzt auch gehärtet. Farben packe ich mal an die Seite. Zwei, vier, sechs, sieben. So, bei 14 Farben haben wir 2 Reihen A7, logischerweise, das war die letzte. Die sind so toll. War das jetzt der letzte? Jetzt könnt ihr euch das mal anschauen. Ich mache jetzt die Lampe mal ein bisschen tiefer. Seht ihr? Das ist einmal matt. Und die glänzende Seite. So, ich hoffe, jetzt kann man es besser sehen. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ist jetzt original quasi, ne? Mein Originalvideo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich musste das nämlich jetzt gerade ausmachen, das Handy, weil hier kamen auf einmal so viele Leute rein. Thomas hatte gerade ein paar Leute, denen er die Werkstatt gezeigt hat. Das war so nur eine Unruhe. Also, das Ganze jetzt nochmal kurz zum Schluss. Das sind alle neuen Farben und ich hoffe, dass sie euch gefallen haben. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und da könnt ihr übrigens mal sehen, da liegt der Juan. Da. Oh, mein kleiner süßer Fratz. So, jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!